Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, es ist für mich eine große Freude und auch eine große Ehre, dass ich die Schirmherrschaft für diese Messe zur digitalen Berufsorientierung der Allianz für die Region übernehmen kann. Und es ist deshalb besonders notwendig, weil Berufsorientierung gerade in diesen komischen Zeiten der Pandemie ganz, ganz wichtig ist. Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie haben im Moment nicht das erlebt, was viele andere vor Ihnen erlebt haben, nämlich dass Betriebspraktika möglich waren, dass in Präsenzausbildungsmessen stattgefunden haben. Und deshalb gehen wir neue Wege. Es ist aber wichtig, dass Sie sich orientieren und dass Sie eine Entscheidung treffen, welchen Weg Sie gehen wollen. Ob in der schulischen Ausbildung in sozialen Berufen oder im dualen System unserer Berufsausbildung oder indem Sie anfangen zu studieren. Ganz wichtig ist, dass Sie aus vollem Herzen die Entscheidung treffen, was Sie wollen, was Sie können und dass Sie die Chance zu einer Ausbildung auch nutzen. Ich sage das mal als Arbeits- und Sozialminister. Ausbildung ist keine Garantie für alles im Leben. Aber Ausbildung ist erstmal die Eintrittskarte in ordentliches Berufsleben. Es geht darum, selbstbestimmt zu leben, durch Arbeit auch die eigene Familie, den eigenen Unterhalt verdienen zu können. Und wenn ich mir angucke, was passiert, wenn keine Ausbildung ist, dann weiß ich das leider nur allzu gut. 2/3 der Menschen, die in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, also im Grundsicherungssystem des Sozialgesetzbuches II oder wie es im Volksmund heißt, in Hartz IV sind, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Deshalb ist in diesen Zeiten es ganz wichtig, dass Sie sich gut informieren und dass es Angebote gibt, die Ihnen auch helfen, Ihren eigenen Weg zu finden. Die Ausbildung ist in diesem Jahr zentral. Wir haben in der Corona-Krise an beiden Ecken im Moment ein Problem. Auf der einen Seite überlegen viele Unternehmen, ob sie in der wirtschaftlichen Krise, die wir noch erleben, jetzt Ausbildung anbieten können. Und deshalb unterstützen wir als Staat, als Bundesregierung kleine und mittelständische Unternehmen mit Ausbildungsprämien, die wir jetzt nochmal verdoppelt haben. Also wir kämpfen um jeden Ausbildungsplatz. Und auf der anderen Seite passiert das, was ich gesagt habe. Es findet nicht die Berufsorientierung statt, die wir sonst erlebt haben. Deshalb brauchen wir einen Sommer der Ausbildung. Wir müssen dafür sorgen, dass alle eine Chance auf berufliche Ausbildung finden. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal für die Berufsorientierung gute Erkenntnisse, ein bisschen Freude und dann einen guten Start ins Berufsleben. Insofern bleiben Sie nicht nur gesund, sondern machen Sie das Beste draus. Ich drücke alle Daumen. Dankeschön.